Moin Hansa-Fans, ich freue mich, dass ich euch einen weiteren Neuzugang vorstellen darf. Selçuk Alibas steht neben mir. Selçuk, willkommen an Bord der Kogge. Wie ist es für dich, ab sofort für Hansa zu spielen? Es ist ein tolles Gefühl, für diesen großen Verein auflaufen zu dürfen. Ich bin froh, dass ich hier bin und unterschrieben habe. Ich weiß, dass es ein großer Verein ist und ich weiß, wo ich bin. Und ja, es wird auf jeden Fall geschätzt von mir. Du hast unsere Truppe ja schon kennengelernt. Was hast du für ein Gefühl von der Mannschaft? Ein sehr schönes Gefühl. Es ist aus einer Mischung aus jung und alt. Tolle Jungs dabei mit tollem Charakter, die haben mich sofort eingeweiht hier, obwohl ich jetzt in Anführungsstrichen nur als Probespieler hier war. Und ich hatte ein tolles Gefühl, tolle Tage gehabt, als ich hier war. Und ja. Du selbst bist einer, der im Vergleich zum Rest des Kaders schon über sehr viel Erfahrung verfügt, über 50 Zweitligaspiele, über 100 Drittligaspiele. Ist es auch eine Rolle, die du dann im Team gleich wahrnehmen möchtest, so ein bisschen voranzugehen? Ja, natürlich, deswegen bin ich auch da. Ich weiß, dass ich schon einiges erlebt habe, viele Spiele gemacht habe, auch an Erfolgen ein paar Sachen erlebt habe, sage ich jetzt mal. Und das will ich natürlich der Mannschaft jetzt weitergeben und mit breiter Brust hier auch auflaufen und ja, der Mannschaft weiterhelfen, sich zu entwickeln und mich selbst natürlich auch weiterzuentwickeln. Du bist jetzt seit kurzem dabei. Wann meinst du, sehen wir denn den kompletten 100%igen Selçuk auf dem Platz? Das ist schwierig zu sagen. Ich denke immer von Tag zu Tag. Ich weiß, dass ich jetzt noch nicht bei 100 bin und ich will auf jeden Fall Gas geben und schauen, was die nächsten Tage, Wochen bringen. Und wenn ich bei 100% bin, dann weiß ich, dass ich der Mannschaft auf jeden Fall helfen werde. Wir freuen uns drauf.